Vorsitzender Burns vom Parlamentarischen Unterkomitee für Transhumane Studien wurde von Biotik-Extremisten entführt. Die Biotiker befanden sich auf einem Frachter und wurden zuletzt im Hades-Gamma-Cluster gesehen. Es wurden bis jetzt noch keine Forderungen gestellt. Im Gedenken an Eden Prime bringen wir ein Porträt der mutigen Soldatin Nirali Bhatia. Soldatin Bhatia war eine hingebungsvolle Ehefrau und talentierte Köchin und schloss sich im Verlauf des Ausbildungsplans dem Allianzmilitär an. Nach Ende ihrer Dienstzeit wollte Frau Bhatia ein Restaurant eröffnen, doch stattdessen verlor sie beim Schutz der Kolonisten auf Eden Prime ihr Leben. Weitere Kurzporträts mutiger Soldaten und Freistellen beim Militär finden Sie beim Allianzmilitär im Extranet, wenn Sie das Keyword Mut eingeben. Willkommen zurück, Erdenclan. Brauchen Sie Vorräte für Ihre Rückkehr in die Kolonien? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Ja, Mensch. Brauchen Sie etwas? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Ja, Mensch. Brauchen Sie etwas? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Eine Million Lichtjahre von dem Ort entfernt, an dem die Menschheit begann. Und wir gehen in eine Bar voller Männer, die sabbernd nackte Weiber dabei beobachten, wie sie auf der Bühne mit dem Arsch wackeln.
Ich kann mich nicht entscheiden, ob das lustig oder traurig ist. Wir Asari sind mit unserer Sexualität mehr im Einklang als die meisten anderen Spezies. Einige Clubbesitzer nutzen das gern aus und heuern uns als Tänzerinnen an. Warum ist die Musik in solchen Etablissements immer so laut? Es scheint fast, als bräuchten die Leute hier eine Entschuldigung, um nicht miteinander reden zu müssen. Meinen Schwestern würde es hier gefallen. Wenn dies alles hier vorüber ist, bringe ich sie vielleicht her und wir gehen alle zusammen aus. Hey, schön hier noch einen Menschen zu sehen. Francis Kitsch sprach über seine Pläne, Hamlet mit Elcor-Darstellern zu verwirklichen. Die Produktion wird den Elcor das dramatische Theater näherbringen, wobei sich Hamlet der Elcor Körpersprache und Pheromone bedienen wird. Kitsch sagt, dass er einem menschlichen Publikum überdies die Chance geben möchte, Hamlet anhand seiner Taten und nicht seiner Emotionen zu beurteilen. Eine Forschungsstation auf Noveria wurde zerstört. Der genaue Grund dafür ist bis dato noch nicht bekannt. Angesichts der auf Noveria durchgeführten Forschungen geht man davon aus, dass die Zerstörung auf ein fehlgeschlagenes Experiment zurückzuführen ist. Administrator Anolees wird als Resultat der Katastrophe einiger Verbrechen angeklagt. Allerdings liegen uns diesbezüglich noch keine genauen Informationen vor. Bezirke vor einem erstrecken, lernt man die Zitadelle als Wunder proteanischer Ingenieurskunst zu schätzen. Beeindruckender Ausblick, Commander.
Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando.